Laufenburg ist eine mittelalterliche Stadt und hier war einst das größte Lachsaufkommen von ganz Europa. Zu Millionen wurden hier die Lachse rausgezogen. Vor uns gab es bis vor 100 Jahren einen Wasserfall, den zweiten Rheinfall. Und es gab hier eine Fischerzunft. Diese Narrenzunft ist sehr alt, aus dem 14. Jahrhundert. Und sie nennen sich auch die Narroalt-Fischerzunft. Dieser Brauch der Lachsanlandung ist wieder neu aufgebracht worden und zeigt eigentlich die Verehrung dieses alten Symbols des Lachses, der auch schon in keltischer Zeit eigentlich der Weisheitsfisch an sich ist und war. Und deshalb finde ich das sehr beeindruckend, dass man hier diese Salmanlandung, Lachsanlandung in einem Fastnachtsbraum noch verehrt. Der Lachs, der jetzt auf einem Boot hierher kam von den Narren, wird jetzt durch die Stadt getragen, begleitet von der Chattermusik.